aus. Zerstörer Stufe 25, hier wird's wieder ein bisschen happiger. Wow! Verdammt! Habt ihr gesehen, wie viel Schaden er macht? Okay, der musste weg. Auf meinen Befehl. Der musste wirklich weg. Malma Donnerklinge. Heftig. Ich guck gleich mal, ob ich die Donnerklinge irgendwie unterbringen kann. Ah, der Priester ist tot. Den Priester total zerkloppt, ey. Auf mein Zeichen. Und der war Stufe 25. Sofort. Was ist denn dann los mit Sturmfaust Stufe 30? Hügelriese. Stehe bereit. Auf dem Weg. Ich schieß dem mal einen Feuerball rauf. Und Feuerschlag hinterher. Okay, das hat was gebracht. Jetzt! Das ist ein Hinterhalt! Schließ die Reihen! Okay, der haut ziemlich böse drauf. Und der hält auch ziemlich viel aus. Aber wir haben ihn gleich. Gefrorene Zeit. Leuchtender Stab. Ich glaube, das war der bisher stärkste Gegner im ganzen Spiel. Vorwärts. Habt ihr mal drauf geachtet, wie viel Schaden der reinkloppt? 169 war, glaube ich, das höchste, was ich gesehen habe. Das ist total übel. Da macht's echt schon keinen Spaß mehr hinzukommen. Ja, vorwärts. So. Folgt jetzt wollen wir doch mal gleich gucken, was der Riese hier sofort hat. Sofort zum Angriff. Auf mein Kommando. Und los. Ui. Juwelen ohne Ende. Naja, das hat sich insofern gelohnt, dass unser Avatar gleich aufsteigt. Mir nach. Jetzt sammle ich meine Kraft hier nochmal und werde dann gleich angreifen. Mit allem, was ich habe, werde ich die verdammten Golems angreifen. Diesmal werde ich sie... ich werde sie so zerkloppen. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich werde ihnen so die Fresse polieren. Schade, dass ich keinen Flammenwerfer habe oder so. Das würde mehr Spaß machen. Das würde wesentlich mehr Spaß machen. Behindert euch doch nicht gegenseitig. Was denn? Wie im Gänsemarsch, ey. Geht's los? Ihr könnt auch mit nach unten kommen. Na schön. Was ist? Eisen brauche ich gar nicht mehr. Das, was ich habe, müsste jetzt eigentlich reichen für die Golems, wenn es nicht allzu viele geworden sind. Ja. Auch gut. Da haben wir die Karte bald auch geschafft. Oh Mann, wie ich mich freue. Was? Wie? War doch eine Ecke schwerer, als ich gedacht habe. Hier. Aber die südliche Gottmark ist wirklich eine ätzende Karte. Das ist die erste Karte, wo wir so richtig gegen die Eisernen kämpfen eigentlich. Die ist nicht zu spaßen, ey. Das ist auch, ich glaube, die Karte, wo die Leute am meisten sagen, nö, ich hab das Spiel nicht. Und dann aufhören. Wegen dieser Karte. Die Rune ruft. Wegen dieser einen Karte. Die Rune befiehlt. Zu Befehl. Ich meine, ich kann's verstehen. Stehe bereit. Verstanden. Was wünscht ihr, Rune? Oh, das ist übelst am Lecken gerade.
Ja. Was wünscht ihr mir? Zur Ehre. Drei Frostgolems, die daran glauben werden. Nochmal Feuerwelle. Und tot sind sie. Da kommt noch einer. Golem Eisschleuder, davon habe ich zwei hier. Runenkrieger, zu mir. Das ist nicht gut. Zu euren Diensten. Ja. Aufgestiegen. Das ist ein Hinterhalt. Schlagen Sie durch. Die Rune ruft. Priester Thea, ich brauche deine Hilfe. Jetzt wird's wirklich gemein. Jetzt wird's wirklich gemein. Ah, okay. Der stärkste Gegner ist schon mal ausgeschaltet. Und mein Hexer ist tot. Mein Hexer ist tot. Ach, den beschwöre ich jetzt nicht mehr. Auf meinen Befehl. Auf mein Kommando. Sofort. Schnell. Schnell. Für den Orden. Oh, nach 5 Stufen, dann haben wir Level 30. Wäre ganz gut, wenn wir das erreichen, ist aber nicht notwendig. Wir haben dann nachher in Shadow of the Phoenix, das ist das zweite Add-on, da haben wir die Möglichkeit, ob wir den Charakter aus diesem Spiel weiterspielen wollen oder aus Breath of Winter, dem zweiten, dem ersten Add-on. Das verknüpft sich dann am Ende die Handlung. Und es wäre schon gut, wenn die 30 sind, aber es ist jetzt kein Muss. Aber ich finde das schon ganz gut. So. Fernkampf kann ich anscheinend doch noch nicht steigern. Obwohl da stand Stufe 25, da können wir mehr machen. So. Dann kann ich beim nächsten Level Up kann ich dann diese drei Sachen steigern. Dann brauche ich 2 Punkte auf Stärke und 5 auf Geschicklichkeit. Das ist viel. Aber na gut. Gefrorene Zeit, da muss ich jetzt mal überlegen. Wendigkeit und Geschicklichkeit plus 10. Der Knochenring. Ausdauer 7, Intelligenz 7, Weisheit 7. Der ist eigentlich besser für mich. Aber du kannst den nehmen. Und du kannst eigentlich eine von den anderen Waffen nehmen. Ja, anscheinend auch nicht. Egal. Was wünscht die Rune? Unverzüglich. So. Uns bleibt noch eine Basis. Sofort. Mir nach. Aber bevor ich das tue, werde ich mich jetzt mal in eine neue Tracht kleiden. Moment. Da. Der Drachenschuppenpanzer. Da muss man nicht sagen, er ist besser in jeder Hinsicht. Doch nicht. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wenn ich den anlege, habe ich weniger Lebenskraft.
Ja, klar, weil der keine Ausdauer bringt, der Drachenpanzer. Aber warum habe ich auch weniger Mana? Ach so, klar, ja. Ist aber egal.